Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Rücken in Bewegung. Heute mit Bewegt stabil. Schön, dass du dabei bist. Natürlich ist die Stabilität ganz wichtig, denn wenn unsere Wirbelsäule gut stabilisiert ist, dann sind auch unsere Bandscheiben geschützt und unser Rückenmark, das ja im Wirbelkanal verläuft, ist geschützt und unser Gehirn somit. Also wirklich wichtig, unser schützenswertester Teil des Körpers. Richte dich erst einmal auf, Brustbein anheben. Wir fangen in einer sehr stabilen Position an und werden dann immer instabiler. Und je instabiler die Position wird, so wie ich gerade stehe, ist es auch gar nicht so stabil, umso stabiler wird der Körper, also umso mehr müssen wir uns stabilisieren. Deshalb großer Schritt, fühl dich erst einmal sicher und stabil. Nimm deine Hände auf deine Oberschenkel und beweg deinen Rücken in allen möglichen Richtungen. Also wirklich ganz genüsslich anfangen, dich zu bewegen, hineinspüren, was tut dir gut. Dein Atem fließt. Wirklich locker. Auch mal nach rechts und links drehen. Deine Brustwirbelsäule rotieren. Und langsam wieder in die gerade Aufrichtung kommen. Und deine Arme um den Körper schlenkern. Schau mal, nimm die Ferse mit. Einmal rechts, einmal links. Und beweg dich hier auch noch mal. Locker und entspannt. Ganz langsam wieder zur Mitte zurückkommen, sodass du gut feststehst. Die Handflächen jetzt zu mir nach vorne. Schultern bewusst nach hinten unten ziehen. Bauchnabel nach innen oben und jetzt verlagerst du dein Körpergewicht einmal nach links, tippe mit rechts auf und einmal nach rechts, tippe mit links auf. Nochmal wechseln, hin und her. Eine Seite spüren, die dich hier hält und vielleicht sogar deinen Fuß anheben. Also links und rechts. Aber alles ist richtig. Immer so mitmachen, wie du dich am wohlsten fühlst. Wenn du etwas wackelst, dann ist das übrigens immer das Training, dann gehört das so. Also etwas wackeln heißt, dass die tiefen Muskeln dich stabilisieren müssen. Halte jetzt auf einer Seite, vielleicht die Fußspitze am Boden oder eben in der Luft und jetzt bewegst du rechts nach vorne, links nach hinten und umgekehrt. Ganz kleine, schnelle Vorrückbewegung mit deinen Armen ausführen, weiter atmen. Dann wieder zur Mitte zurückkommen, stopp. Kurz deine Handballen aneinander drücken, Schultern tief und jetzt rüttelst du dich nach rechts und links, kleine, schnelle Bewegungen im Rumpf und schon werden auch die tiefen Muskeln rund um die Wirbelsäule, Bauchmuskeln aktiv. Dann löse auf, Arme öffnen, andere Seite, entweder tippen oder vielleicht sogar in die Luft und die Arme bewegen. Atmen. Und dann langsam wieder zur Mitte kommen, Handballen schließen und noch einmal hier rütteln und schütteln, dich aus der Mitte bringen. Und einatmen, lang ziehen, räkeln, strecken. Und während du dich so streckst, räkelst, durchblutest du die Muskulatur, dehnst die Faszien und komm gleichzeitig in einen hüftbreiten Stand, so dass ein Fuß ungefähr Platz hat zwischen deinen Füßen. Das ist schon etwas instabiler jetzt. Löse auf und nimm eine Hand auf den Oberschenkel, die andere Hand zum gegenüberliegenden Knie oder vielleicht zum Fußrücken gerade
Und dann nimmst du den Arm nach oben. Vielleicht kannst du den Blick in deine Hand mitnehmen. Von oben nach unten genauso. Tief, von unten nach oben. Natürlich auch wieder Beinkraft. Gesäß gibt uns übrigens auch Stabilität. Und wir schulen unsere Sinne. Wenn die schnell reagieren, sind wir auch stabiler. Klappt das? Wenn nicht, dann schummel ruhig ein bisschen und nimm den Blick nicht immer nur in die Hand. Wir wechseln jetzt auch mal die Seite. Sehr gut. Andere Hand. Stützt die Hand zum Knie oder vielleicht sogar bis zum Fuß. Nimm den Blick mit und wieder nach unten. Geht noch, dein Tempo. Noch einmal. Und wieder lösen. Super. Die Arme schwingen neben dem Körper. Während du schwingst, schließt du deine Füße, Großzehenballen, Fersen, wenn es geht. Und dreh dich im Rumpf. Gar nicht so einfach. Starr wackeln. Lass locker. Deine Knie, wenn es geht, nach vorne zeigen und bewege dich in deiner Brustwirbelsäule. Dann komm mit beiden Armen nach oben, Schultern tief, streck jetzt deine Knie und zieh dich auf deine Fußspitzen und versuch dich da oben zu halten. Du kannst auch die Arme weiter aufmachen, Fersen zusammendrücken, Po-Bauch fest anspannen, Punkt fixieren, so wie ich gerade. Wenn du jetzt umherschaust, dann wird es wackeliger. Dann löst du wieder auf, entspannst dich und stellst einen Fuß so ein Stück weiter nach vorne, sodass du jetzt halb mit deinem Fuß am anderen stehst. Das ist schon wieder etwas wackeliger. Lass deine Arme jetzt große Achter zeichnen neben deinem Körper. Atmen und stopp. Pause, kurz wieder. Den anderen Fuß nach hinten stellen, sodass du wieder halb-halb stehst, also mit dem halben Fuß am anderen. Und jetzt noch einmal große Achter. Eine Seite ist einfacher, oder? Und wieder zur Mitte zurückkommen. Noch einmal wechseln, den anderen Fuß zurück und jetzt versuchst du dich ganz auf eine Linie zu stellen. Stell dir vor, da ist wirklich eine Linie, da stehst du, richte dich auf. Wenn es jetzt schon wackelt, ist genau richtig. Versuch dich noch ein bisschen mehr aus der Mitte zu bringen, indem du die Arme zur Seite nimmst und hier die Arme bewegst. Du kannst jederzeit den Fuß ein bisschen nach außen stellen oder deine Fußspitzen leicht ausdrehen, dann wird es leichter. Kurz auflösen, lockern, währenddessen den anderen Fuß jetzt nach hinten stellen. Auch hier merkst du gleich wieder, es gibt einen Unterschied zwischen rechts und links. Arme seit und nochmal ganz kleine Atmen, stabilisieren,
Ganz langsam wieder auflösen, entspannen und im Wechsel deine Knie nach oben ziehen. Mal rechts, mal links aufrichten. Gut. Und dann merkst du schon, entweder ist es dir zu wackelig, dann tippst du mit der Fußspitze. Wenn du magst, natürlich das Knie höher heben. Kurzen Moment stehen, wieder auflösen. Und immer wenn du jetzt das Knie hochnimmst, kreuzt du die Arme, lässt locker und kreuzt, lässt locker, kreuzen, locker. Gekreuzte Arme ist natürlich noch mal schwieriger, denn jetzt haben wir auch die Arme nicht mehr, um uns in der Balance im Gleichgewicht zu halten. Halte ein Bein oben und vielleicht traust du dich auch noch, deinen Oberkörper zu schütteln. Gerne die Fußspitze nach unten setzen, weiter atmen, wieder lösen, andere Seite und rütteln. Und nochmal wieder lösen, Beine nebeneinander, ganz eng. Dein Gesäß ein Stück zurückschieben, die Arme neben die Ohren, Schultern tief und nochmal aufrichten, Po fest, auf die Fußspitzen nach oben kommen. Nochmal tief beugen die Knie, Arme neben die Ohren, nochmal wieder hoch und auf die Fußspitzen. Gleich nochmal. Letztes Mal, jetzt bleibst du hier, hackst mit den Armen, kleine, schnelle, tiefe Rückenmuskulatur. Noch 4, 3, 2, halten, aufrichten, räkeln und strecken. Und jetzt nimm deine Beine nochmal in alle Positionen mit, deinen ganzen Rumpf. Dehnen, nochmal Muskeln durchbluten, Faszien dehnen, in verschiedensten Positionen. Fleißig. Bis du dann wieder in der hüftschmalen Stellung hier zurückkommst, in die Stellung zurückkommst, die Arme öffnen, Ellbogen zurück und mit dem Ausatmen entspannen. Einen kurzen Moment deine Augen schließen. Und spür dich jetzt, wie stehst du auf dem Boden? Spürst du deine beiden Füße so richtig gut verwurzelt? Sind deine Knie durchlässig? Ist dein Bauch aktiv? Ist dein Brustbein angehoben? Vielleicht hast du ein bisschen Luft unter deinen Achselhöhlen, eine Krone auf dem Kopf, ein entspanntes Gesicht. Ausatmen, Augen wieder öffnen und entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, dir geht's gut und du fühlst dich jetzt gut stabilisiert. Wir haben unsere Sinne trainiert, damit wir reaktionsschnell bleiben oder reaktionsschnell werden. Wir haben all die Muskeln trainiert, die rund um die Wirbelsäule uns stabilisieren. Natürlich rund um alle Gelenke, wenn wir im Einbeinstand waren, auch Fußgelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk. Wenn es dir gefallen hat, ich freue mich riesig, wenn du Gefällt mir drückst unten oder einen netten Kommentar hinterlässt. Vielen Dank, wenn du meine Arbeit wertschätzen möchtest. Den Link findest du auch da unten. Da steht deine Unterstützung. Klick drauf und wähl aus, mit wie viel im Monat du das tun möchtest. 2,50, 5 Euro, 10 Euro, 20. Was ist dir halt wert? Das ist auf jeden Fall vielen Dank. Und wenn du möchtest, dann sei natürlich ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei. Du findest die ganze Reihe da oben bei dem Infopunkt. Oder auf meinem YouTube-Kanal in den Playlists. Also schau da einfach mal rein. Dann findest du dich bestimmt ganz gut zurecht, oder?
bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich auf dich. Bis dann.